Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Reaktion. Und zwar reagieren wir auf die neue Folge von Ehrenlose Memes. Mittlerweile diese 64. Folge. Ich bin gespannt. Mein Rückenbein-Party ist mit am Start. Ja, genau. Was geht ab? Dann wollen wir mal rein. Schauen wir mal. Die letzte Folge war sehr gut. Mal gucken, was Rudi heute gezaubert hat. An der Stelle, Rudi ist hinter uns. Ach, du guckst dort? Ich guck da. Okay. Er wollte nur beten. Allah, freche Katze, dann könnt ihr. Du magst immer Katzen, ne? Ich liebe Katzen. Weint der? Katze hat einfach nicht beten lassen. Schön. Halloween! Wie ist das denn? Süßes oder saures? Ja, sofort. Ein Moment. Bestimmt Äpfel oder so. Hat er wirklich Proteinpulver oder sowas rein? Was ist das? Zucker, süßes oder saures? Achso! Alter, ich hab schon eine Menge gesagt, aber das ist schon frech, Bruder. Das ist schon krass, Alter. Das arme Kind, Alter. Komm verkleidet, Alter. Alter, schicken die raus und kriegen Rudi, das Glück gehabt. Ich hab einmal gelacht, Bruder. Rudi, Digga. Alles auf einmal essen, ja? Ich hab alles auf einmal essen. Ciao. Ciao. Geh, gute Nacht, Jungs. Jugendherberge mit den Jungs. Junge, ey, du bist Digga. Was war das denn? Wo hat ich gefurzt? Er hat gekackt, oder ekelhafter Mensch. Wenn Julius die Hausaufgaben abschreiben lässt. Aber ey, der macht das gut. Miese Moves. Ja, wallah. Der Prime von vorhin meldet sich. Ohne Witz, ich brauch den Ventilator, Digga. Ich schwöre, Bruder, es ist wieder so heiß. Ja. Okay, so, schöne Araber. Ja. Bruder, die machen einfach diese Riss bei einem älteren arabischen Vater. Wir gucken mal. Doing the things that I never would know. Treat me like what it is. Don't get me dirty. Weiß ich nicht. Kannst du mal eine Roomtour machen? Kann mir jemand die Mission erklären? Ach du Scheiße, Bruder. Was ist denn jetzt los? Das bist du, oder nicht? Ja, ich weiß, aber ich weiß nicht, ob ich das will. Chat, was sagt ihr? Lassen wir? Mach mal, Junge, ich will das aber nicht. Ich will das 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 nicht. Ich nicht wollen. Wollen nicht ich. Jalla. Okay, der Chat will auch dann los. Das ist echt unangenehm, Walla. Ja, ich würde doch gerne. Junge, warum guckst du da so böse, ja? Ich weiß es nicht! Wo habt ihr das ausgegraben, Bruder? Das ist so geil, Walla. Was passiert hier? Digga, ich kann mich. Walla, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ich will wissen, warum du das. Ich weiß es doch selber nicht! Digga, Walla, ich entschuldige mich, ich weiß nicht, was ich damals da angestellt habe. Das war schon krass. Digga, was war das für ein Scheiß, Bruder? Wo habt ihr das denn ausgegraben, Alter? Ach du Kacke. Oh, Jungs. Der Typ hat heute R8, ja. So stark hat er. Also davor meint er so. Das stimmt, Alter, das stimmt. Tschüss, Bruder. Was ist denn jetzt los? Ist das eine Massage oder ist das... Treat me like what is. Mann, mit Katze. Alter, was ist das? Ich kenne das. Das ist ein Trend auf TikTok. So, ja, okay. Aber das ist ja nicht geil, Bruder. Allah. Er weiß nicht, wo vorne hinten ist. Was macht der Bruder? Wieso macht man sowas, aber ja? Du bist ein. Das geht an Chambrock. Ein sehr, sehr geiler Typ. Wie du das immer hinkriegst, weil. Leider geil.
Da war viel Werbung dabei damals. Richtig, wie du das alles unter einen Hut bekommst. Du siehst immer top aus. Top Outfits, top Frise übrigens auch. Ja, stark, das stimmt. Ja, als ich die lange Haare hatte, dann hätte das schon gepasst. Jetzt sehe ich so Standard. Nein. Sehr, sehr geil. Lass dir nichts anderes erzählen. Du bist über jeden Zweifel erhaben. Du bist sehr geil. Du bist super geil. Super geil. Super geil. Transformer? Ey, aber wo war der Witz jetzt, Rudi? Also das war jetzt krass, dass du... Ich habe eigentlich was darunter geschrieben, aber das ist weggegangen. Super. Du kommst von der Arbeit nach Hause und siehst plötzlich das. Ist das eine Kuh, oder? Das ist eine Kuh, Digga. Das ist eine Kuh. Bruder, aber was macht diese Kuh dort? Digga, ich habe noch nie eine Kuh in einem Haus gesehen, aber jetzt scheiß mal auf das Haus. Das ist einfach, er chillt da, als wäre es eine Katze, Bruder, ja, auf dem Bett einfach. Und das ist ja auch oben, ne? Also ja. Digga, noch nie in meinem Leben hab ich sowas. Ich war einfach kurz geschockt einfach. Ich auch nicht. Aha, scharf, bist du scharf, bist du scharf? Aliusta, kennst du Aliusta? Ja, bist du scharf. Aha, Zitrone, ja? Zitrone, ja? Granatapfel. Tüte auf. Ja, das war süß, ist okay. Digga. Ich, nachdem Jan sagt, die Folge ist eine 2 von 10. Das ist Rudi, Digga. Ich bin ein wirklich sehr strenger Mensch, Bruder, Wallah. Also, ich muss euch mal was erzählen. Sag, was soll ich sagen? Ich habe meine Kollektion ausverkauft, mehrere hunderttausend Euro reingespielt in diese Familie. Meine Mutter hat nicht einfach gesagt, ich bin stolz auf dich. Ja, was soll ich machen, Bruder? Ich bin stolz auf dich. ich bin so erzogen worden. Also, John hat mich einmal richtig angemacht. Erzähl mal. Nein, das will ich nicht erzählen, aber... Alter, ja, warte. Sag die Wahrheit, komm. Die Leute sollen sehen, dass ich ein unsympathisches Arschloch bin. John hat mich einmal richtig angeschrien, ne? Und ich muss echt sagen, ich musste mich so zusammenreißen, ne? Aber weil ich bin ja älter als John, ne? Ja, das stimmt. Ne? Und ich musste mich so zusammenreißen. Aber ich habe mich dafür entschuldigt. Ja, du hast dich für den... Aber erzähl trotzdem aber du hast recht. Du musst aber auch erzählen, warum. Nein, ich will darüber nicht erzählen. Ja. Einer, er hat mich so angeschrien, ich war so sprachlos. Ich glaube, mein Vater hat mich immer so angeschrien. Ne? Aber er hatte recht. Guck mal. Hack ist Hack. Ja. Er hatte recht, ne? Und fertig aus. Das wollte ich einmal sagen. Okay, ich will sagen, dass er recht hat, dass ich wirklich manchmal meine John toxisch, ja. Aber ich kenne dich ja. Guck mal, ich habe meine Ausbrüche, ich habe das. Das ist Safe Call. Jetzt, weil wir nicht erzählen, warum, wie was war, könnt ihr mich gerne abstempeln. Ich kann damit leben. Nein. Das rechtfertigt trotzdem nicht. Aber es war eine Situation, genau. Was ich scheiße gemacht habe. Ja, andere auch, aber es passiert ja. Genau. Scheiße. Hast du sowieso vergessen. Halt. Martino. Martino, ach so. Ich hab mich mit Martino schon verfragt an der Stelle. Guck mal, okay, ich sag, was war. Nein, scheiße. Ja, okay, Nein, okay. Guck mal, der da hinten. Ja, okay, machen wir doch gar nicht. Ich hab nur den Namen gesagt, okay, Alter. Okay. Dein Lil Bro is getting Reezy. Oh, Reezy. Und auch wieder dieses Meme, like, or this. Das? Ist das schon wieder das? Okay, jetzt los. Er wollte was machen. Ja, ich versteh's nicht. Ja, es ist halt ein TikTok-Trend. Oh no. Ich versteh's nicht. Man hat uns die ganzen Jahre schon eingeredet. Hörst du die Stimme? Weiß ich nicht, ob das auf Twitch erlaubt ist, weil die sagen schon, dass du meinen... Der Deutsche sowieso nicht ganz gleichwürdig sei den anderen Völkern in der Welt. Weiß ich nicht, Digga. Komplette Distanzierung Twitch und an alle Mitarbeiter richtig, hier. Richtig, ich entschuldige mich in den Namen meines Cutters. Es tut mir sehr leid, das war nicht beabsichtigt. Und es war eine ganz normale Rede von irgendeinem Menschen. Tut mir leid. Sorry. Pepe. In der Waschmaschine ist eine AirPods. Ölme kızım be. Dostluğumuz var, kardeşliğimiz var be. Er sagt auf Türkisch, ey, mein Freund, er ist halt sehr traurig, dass er halt jetzt von uns gegangen ist, so der AirPod, weißt du? Die Türen sind so krank. Ölme Pepe. Ey, das war auch ein deepes Video mit diesem Pepe. Er kommt gar nicht auf sein Leben klar. Okay, ne? Ich hab's gar nicht verstanden, Bruder. Okay. Warte, ich muss nochmal gucken. Bruder, siehst du das nicht, Bruder? Du bist als Hund verkleidet. Ach so. Ah. Da ist noch einer. Oh. Ja. Was soll ich euch sagen? Was soll ich davon? Aber Bruder, wo sind wir denn, ja? Bitte, ja. Deutschland schafft sich ab, meine Damen und Herren. Es gibt einfach Hundefetische. Man will einfach einen Hund sein, aber abgeben. Na, nächste. Weiter geht's. Lass unsere Laune nicht kaputt machen. Nein. How to feed your girlfriend. Also wie fütterst du denn? Also so musst du deine Frau, Freundin oder Frau füttern. Ja, dann zeig mal. Kenn ich. Okay? Du kleiner Wichs, Jan, du bist so ein... Boah, Digga, Mann! Boah, Digga, Junge, ja! Ich hab mich... Oh, so scheiß dich wieder! Mir hat jemand 30 Euro dafür gegeben. Digga!
Er hat gesagt, reiß so ein auf. Scheiß, nicht wieder, Holla, ich hab mich mies erschrocken. Digga, ich hab mich mies erschrocken. Ich hasse so Jumpscares, Alter. Chat, ich hab dafür 30 Euro bekommen, um das einzubauen. Digga, habt ihr mich Alter, ich hab mich mies erschrocken. Bro, ich hab mich wegen dir erschrocken, Bruder. Holla. Ja. Meine Güte, Alter, Junge. Sorry, Chat, weiter geht's. Oh mein Gott, Alter. Xbox ist eh besser als PlayStation. Jetzt haben wir keinen Ton mehr, oder was? Rudi, ist das ohne Ton? Ja, ohne Ton. Okay. Kannst du nächstes Mal ein Beat darunter machen, Bruder? Stimmt, ich mach aus. Ja. Chat, das Video war nicht gut stumm, Rudi hat einfach kein Beat eingebaut. Da läuft gerade eine Frau allein nach Hause. Ich laufe hinterher, um zu schauen, ob sie sicher zu Hause ankommt. Kenn ich schon sehr alt. Ja, der rennt jetzt einfach ganz hinterher, sie kriegt Angst. Man hat uns die ganzen Jahre schon. Junge! Rudi! Ist der neu auf TikTok, Alter? Eingeredet, dass der Deutsche sowieso nicht ganz gleichwürdig sei. Der Junge ist krank, Alter. Naja, weiter geht's. Neu, nee, rausgekommen. Sick. Na, Geschmack. Video oder Massen habe. Sauberster öffentlicher Bus Deutschlands. Ach so, ich sehe jetzt erst. Ja, Junge. Digga, einfach Pilze wachsen aus dem Bus raus, Alter. Mann. Aha, Nusret. Der stark. Damit hab ich noch gar nicht gerechnet, der Bruder. Der stark. Oh, freu ich mich ja. Alter, Rudi hat noch nie gute Sachen gemacht am Ende. Whoever said tattoos were forever. Danke für die Übersetzung, Rudi. Das, meine Damen und Herren, ist ein Mitarbeiter und er lacht. Oh, Fadi lacht auch darüber. Sehr gut, Jungs. Muss selber lachen, ne? Ich muss nicht lachen bei sowas. Nein. Ich find's gar nicht witzig. Tut mir leid. Nein. Nee. Sag Bescheid, wenn du fertig bist, Fadi. Digga, Walla, das war wirklich nicht nett. Digga, ich fand's nicht witzig, Walla. Doch, du findest es nicht, ich will jetzt nicht lachen. Tut mir leid, ich brauch den Ventilator, Alter. Mach weiter. Und Wochenende. Das könntest du sein, ne? Echt? Ja, Bro, willst du was Cooles nicht sehen? Was? Digga, oh! Sam Marshall, wenn du mich siehst. Wow, ohne Body Shaming, siehst du das? Alle, oha, Alter. Alle Menschen sind auf ihre Art und Weise schön. Mashallah. Aber das ist, wenn man nach Catfish googelt, das ist schon illegal, Bruder. Das ist wirklich illegal und der Typ, der sich mit ihr trifft, weil er das erhofft, Bruder, der tut mir sehr leid. Boah, Schanz. Wallah. King Streich auf andere Level. Mach andere. Ja? Also die reden jetzt miteinander. Ach, geht das? Geht das? Ja, was ist denn der Fisch? Niemals. Wer ist da? Wer bitte? Wieso klingeln Sie hier? Nein, Digga, das geht heavy. Krass. Das gar nicht. Klär das mal auf, ich hole jetzt gleich Polizei. Ja, die machen das wahrscheinlich öfter. Das ist krass. Ach, das war schon. Das war schon, Mann. Hat jemand die kürzeste Folge Deutschlands geschaut? Ja, aber es fing gerade an. Aber ich bin auch gerade in den Moos gekommen, ja, aber es war genau, gut. Es war okay. 7 von 10, Rudi. 7 von 10. Wenn ihr wollt, dass wir auf weitere Regelungs-Memes reagieren, dann gibt es wieder einen Daumen hoch, aber den kleinen Arsch bis einschalten. Wir sehen uns morgen um 21 Uhr wieder. Okay, tschüss.